Ja. Hast du 2 Minuten Zeit? Ja, aber nicht viel länger. Wenn der Papi daheim ein Kind kommt. Ah, super, da ist sie. Ich muss gleich noch mal auf die Weg sehen. Legt Mami den Bombenschutzanzug vom Dezernat Brand und Explosionen an. Das Video von der Kantonspolizei Bern soll Frauen den Beruf schmackhaft machen. Die Kantonspolizei Bern soll ja eigentlich ein Abbild von der Gesellschaft sein, von der Bevölkerung sein. Und da liegt es auf der Hand, dass wir eigentlich zu wenig Polizistinnen haben, zu wenig Mitarbeiterinnen. Und das ist uns einfach sehr wichtig. Es ist also eine Frage vom Image, aber nicht nur. Die Alexandra Müller ist vor 15 Jahren zur Polizei gekommen. Geht zum See, sie bei diesen Einsätzen Frauen gefragt. Ich habe schon letzte Woche wieder am Funk gehört, wenn jemand eine männliche Person fragt nach einer Frau für Liebesvisitationen. Und dort merkt man dann wirklich, dass wir immer noch zu wenig haben. Wenn man mit Frauen zu tun hat, häusliche Gewalt oder mit Kindern, wenn es ein bisschen mehr Einfühlvermögen braucht. Das Auftreten der Frau ist natürlich schon ganz anders, wenn wir herkommen. Es ist schon deskalierend oder Personen schnaufen auf, sagen, ah, ich bin froh, kommt eine Frau und muss nicht mit einem Mann reden. Da gibt es verschiedene Situationen. Die Alexandra Müller weiss aber auch, es gibt Situationen, wo es nicht hilft, eine Frau zu sein. Das ist in den diversen Religionen ist die Frau nicht gleichgestellt wie bei uns. Und da merkt man, dann, dass die Leute nicht mit uns reden wollen. Und darum tut man eigentlich auch vermeiden, dass man 2 Frauen für eine Patrouille hat, dass man genau nicht in diese Situation kommt, dass man nicht kommunizieren kann. Aber wegen dem ist ihr der Job nicht verleidet. Sie hat sowieso gern davon geträumt, Polizistin zu sein. Für den Beruf auch diesen Personen vorzustellen, die vielleicht nicht gerade so drauf kämen, setzt die Kantonspolizei Bern auf attraktive Bedingungen des modernen Arbeitsmarkts. Nämlich Teilzeit im Jobsharing oder im Homeoffice können arbeiten, wenn möglich. Das Ziel ist, bis 2035 30% Frauen im Polizeikorps zu haben. Das heisst 6% mehr als im Moment.